Freunde, vor 2 Monaten hat mir HNF Nikolai ein richtig geiles E-Bike zum Test hingestellt. Ich habe es nach dem Test direkt gekauft, weil ich es so geil fand. Und jetzt check it out. Pam! Die neue Entwicklung. Das neue heiße E-Bike, was diesen Sommer auf den Markt kommen soll. Ich das vorab schon mal für 2 Wochen fahren. Und will mir so ein bisschen die Frage heute beantworten. Ist das das krasseste E-Bike, was ich jemals gefahren bin? Ich nehme euch auf eine Tour durch München mit. Auf geht's. Im ersten E-Bike-Video habt ihr kommentiert und auch zu Recht, dass man einen Helm tragen sollte. Und erstens habe ich keinen Helm, habe mir mein Opa jetzt gegeben. Und zweitens, Affront-Helm beißt sich so ein bisschen. Damit es nicht ganz so bescheiden aussieht, stopfe ich jetzt so ein bisschen den Seiten-Afro unter den Helm und sieht wieder ganz fresh aus, oder? Ah, Mist, ey, der Sattel ist nicht auf der richtigen Höhe. Und ich habe natürlich meinen Werkzeugkasten nicht dabei. Oh, wait, schaut euch das an. Wie genial ist das? Man kann hier einfach mit diesem Knopf am Lenkrad, wie noch in der Autowelt, kann man einfach den Sattel so einstellen, wie man ihn braucht. Ich schmeiß mich drauf, Sattel und runter und pan. Ich bin heute nicht allein unterwegs. Die geilen Aufnahmen, die kommen alle von meinem Kumpel Danilo. Auch fresh mit dem Bike unterwegs. Hältst du den ganzen Tag mit mir mit, wenn du kein E-Bike locker hast? Locker, sagst du. Weißt du was, du musst auch mal das Fahrrad fahren und sagen, wie du es findest. Here we go. Also bist, an der Ampel bist du so schnell wie ein Verbrenner. Bis der den ersten Gang eingelegt hat, bin ich schon auf meine 25 wahrscheinlich ja, sogar. Unser Benchmark ist ja der Tesla eigentlich. Der Tesla rasiert, glaube ich, jedes E-Bike noch. Aber unter den Fahrrädern ist das wahrscheinlich dann so der Tesla. Kommt man hier auch mit allen Fahrrädern runter? Klar, aber so komfortabel! Und dann... Nilos erste Fahreindrücke. Und warum will er hier fahren? Weil er nicht geflasht war, wie ich da runtergefahren bin und gemeint hat, ja und jetzt da hoch. Ich so, nee, schon okay. Er so, lass mich. Okay. Bist du schon E-Bike gefahren, Bob? Ja, erklär mir nochmal kurz, wo ist hier Gang? Hier ja. Ist Gangschaltung rechts. Gangschaltung ist rechts. Schaltet super schnell da runter, da rauf. Und Unterstützung ist hier links. Ist schon auf Turbo, also du kannst die Treppen hochfliegen, wie du willst. Lass mal kurz testen, so. Oh Gott. An der Stelle der Hinweis. Bitte nicht im Wohnzimmer, bitte nicht zu Hause nachmachen. Here we go. Oh, zieh. Oh, es geht. Alter, geil. Das sah mega aus. Shit. Respekt, Brudi. Kein Problem. Easy. Schaut mir nicht an. Ich mache mal einen kleinen Test, hier geht es auch ein bisschen bergab, das hilft mir. Ich schalte jetzt mal das ganze System hier aus. So, jetzt muss ich selber treten. Okay, es geht. Gut, ich habe natürlich ein bisschen Schwung hier vom Hügel noch mitgenommen. Jetzt kommen wir in die Ebene. Also Unterschied zwischen keine Unterstützung und Unterstützung ist groß. Man muss natürlich schauen, dass der Akku geladen bleibt. Aber ich habe hier 2 Akkus drin, hier unten und hier oben. Dementsprechend hast du hier eine Reichweite von auch realistisch über 100 Kilometern. Und da muss schon viel Fahrradfahren an einem Tag passieren, dass du die ausschöpfst. Wenn es aus ist, es geht. Also der Fun von gerade eben ist halt weg. Und bergauf hätte ich jetzt keinen Bock mehr. Hey, jetzt passiert was Illegales. Ampelrennen. Ich, die ganzen Nicht-E-Bike-Fahrradfahrer blocken mich. Ich muss mich irgendwie in Position bringen. Schauen, wer als erstes auf der Anseite der Kreuzung ist. Wünsche mir Glück. Der hat super geklappt. Fuck ey, so ein Angeber, der hat den Braten gerochen, hat drauf gedrückt. Ich glaube, ich war als erster auf 25 km/h. Also wenn du hier auf Turbo stellst, die elektronische Unterstützung, für die ersten Meter bist du da unschlagbar. So, und hier bin ich dann in meinem Hotel. Ne? Hier, schön. Beste Adresse der Stadt, da kann man auch mal mit einem geilen E-Bike vorrollen und in sein Zimmer einchecken. Nikolas. Ja, ist, aus Berlin. Das neue Fahrrad von denen. Ach so. Sieht geil aus, oder? Das ist auch geil. Wow. Ich habe noch nichts gesehen, ne? Nee, das ist... Auch im Internet habe noch nichts. Nee, den gibt es noch nicht im Internet. Der kommt erst raus diesen Sommer. Ich darf es testen für 2 Wochen. Ach so. Zauber.
Ja, ja. Das ist super praktisch. Du kannst anstellen, wie du möchtest. Ja, ja, genau. Aber ganz hier ist, ist keine Normalkette, gell? Nee, das ist einfach pflegeleichter so. Hast kein Öl, kein dreckigen Hände. Kannst du mit 10.000 Kilometer fahren, reißt nicht. Du brauchst auch einfach was Belastbares als eine normale Kette, weil du hast hier richtig Power drauf mit dem Antrieb. Rammfischer, ein Kuckuck. Okay. Starker Mann, es geht, ja. Also ihr seht, man kann es auch tragen, aber es ist schwer. Ich trage es auf die Treppen hoch, aber Treppen runter schieben ist natürlich das Angenehmere. Aufzug ist zu klein. Stilecht sind wir hier in der Maximilianstraße, das ist so die Premiumstraße Münchens, die man auch an den Autos hier sieht und den teuren Läden. Was mir aufgefallen ist, dass die Trambahnschienen, die eigentlich gefährlich sind, mit diesen fetten Reifen, kommst du auch über die gut rüber. Also auch ohne, dass ich jetzt einen super spitzen Winkel wähle, kann ich hier einfach schnell drüber fahren, ohne dass ich irgendwie hängen bleibe oder stürze. Wir sind 12 Kilometer gefahren, das habe nicht ich mitgezählt, sondern der Bordcomputer. Strecke 12 Kilometer und bei 100% sind wir losgefahren. 93% haben wir jetzt noch und ich kann mich hier eben durchs Menü klicken mit diesen Schaltern hier. Ist auch ganz geil, weil du kannst eben fahren, bist mit den Händen am Lenkrad und kannst mit dem Daumen hier ein bisschen klicken. So, also Safety first, beide Hände am Lenkrad. Was sehe ich hier noch? Die Reichweite, ja. Schau mal, wir sind hier in Turbo, ja. Ich war die ganze Zeit in der höchsten Stufe aus Faulheitsgründen, aus Cruise-Gründen, aber man kann auch ein bisschen runterstellen. Dann geht auch die Reichweite hoch. Und wenn ich auf Eco stelle, also die niedrigste von den vier Stufen, dann hätte ich sogar noch über 200 Kilometer. Und das bei 93%. Weil eben, check it out, auch hier habe ich eine Anzeige, zwei Akkus verbaut sind. Und der erste hat noch 93% und der zweite 94%. Das Ganze durch die starke Cruise ist wahrscheinlich gähnend langweilig für das Fahrrad, kann viel mehr als nur ein nettes kleines Vorspiel für die Offroad-Fahrt jetzt. Das Ding hat so ein bisschen DNA von einem Downhill-Bike, von einem Freeride-Bike, die langen Federwege hier, dicke Reifen. Ich habe es ganz geil in der Naked-Variante, also normalerweise standardmäßig wird es mit Gepäckträger und Schutzblech ausgeliefert, aber jetzt hier so für meinen kleinen Offroad-Test und für optisch einfach am coolsten. Machen wir es so. Danilo, du kennst eine Strecke, hast du gemeint? Ja, so eine Kiesgrube halt. Eine Kiesgrube, dann gehen wir eine Kiesgrube spielen. Komm. Danilo, ist ganz lustig. Ich hatte vor ein paar Wochen genau hier einen Grip-Dreh mit dem Porsche Taycan. Und das ist halt so das krasseste Auto und da haben die Leute richtig Auge gemacht. Wenn ich hier mit dem Tesla fahre, interessiert es keinen. Also das Fahrrad zieht auch so ein paar Blicke auf sich, ne? Auf jeden Fall. Also, erst so Porsche Taycan, toppt alles, dann HNF Nikolai E-Bike hier. Der Fahrkomfort auch bei höheren Geschwindigkeiten auf Kopfsteinpflaster komplett in Ordnung. Also es schluckt dir wirklich einiges weg hier. Aber schön gedämpft, schön sanft. Kannst du auch über so einen Untergrund gleiten. Bergauf bist du natürlich der König mit dem E-Bike, ne? Oder wenn du jetzt wirklich mal ganz lange Strecken fahren willst, dann wirst du ja gut entlastet. Wenn es jetzt aber einfach wirklich mal ganz geradeaus geht, ne? Und du bist auf einem, sagen wir, guten, normalen Fahrrad und bist ein fitter, sportlicher Typ, dann fährst du auch mal über die 25 km/h hinaus. Ich bin jetzt auf 25 und die Unterstützung hört auf. Wenn ich also schneller fahren will, muss ich richtig ordentlich reinhauen und das macht dann wirklich nicht mehr so viel Spaß, weil das Fahrrad ist natürlich schwer. Solange du die Unterstützung hast, ist alles cool, aber wenn du jetzt mal durchdrückst, fahren wir ein bisschen schneller. So, ich versuche mit dir mitzuhalten, sonst ist wirklich schwer. Uiuiui. Aber so ist es halt. E-Bikes sind eben auf 25 km/h beschränkt. Ist vielleicht auch für die Sicherheit gar nicht so verkehrt, stelle ich mir vor, mit dem Ding irgendwie keine Beschränkung zu haben. Alter, bist du durchfeuern. Leute, ich fühle mich wie im Supercharger, wie an der Elektroauto-Ladestation, weil nur wenn ich mein Auto lade irgendwie am Rasthof und nichts anderes gibt, dann wird es das goldene M. Fahrräder stehen hier, muss nicht geladen werden, Akku ist immer noch ziemlich rappelvoll. Und kleine Werbung für den Vegan Burger. Der Vegan Burger von McDonald's ist nicht verkehrt. Oh, ein kleines Gürkchen, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Salat. Doch, doch. Kein Tierchen ist für gestorben und schmecken tut er. Ja, an Gurden. Wir haben hier dieses geile Gelände jetzt erreicht und hier ist nichts und niemand. Man kann dem Fahrrad hier so richtig geben. Hier geht's auf und ab und shit. Boah, ja. Alter, ohne die Federung bin ich da gestorben.
und gib ihm den Hügel. Oh, nochmal raus, beschleunigen. Oh. Das nächste Gelände, was wir gefunden haben. Gib ihm hier. Boah, was wächst denn hier alles? Alter, warum liegt da so viel Holz? Anlauf, Berg hoch. Boah. Oh. Und freu mich hoch. Gib ihm Elektro. Oh mein Gott. Warum ist es so tief hier? Oh. Krass, wie wichtig diese Federung ist, ne? Wenn du auf so eine Düne, so einen wüsten Sandhügel kommst und dann einfach smooth das weggepumpt wird. Boah. Ey, so nice. Der Nilo hat mich gerade mit der Drohne verfolgt und ich bin einfach so ein bisschen weggefahren. Ich habe einen neuen Spitznamen fürs Bike. Luftlinie. Alter, ich wollte in die Richtung. Hier gibt es überall so ein bisschen Pfade, ein bisschen Wege. Dieses Fahrrad lädt dich so darauf ein, einfach Luftlinie hinzufahren. Schluck dir einfach diese ganzen Bodenwellen weg. Hier ist nichts gerade und eben. Du fährst über Gras, über Stein, über Holz. Das ist hier so eine alte Militärwiese, hast du gemeint? Ja, so ein Truppenübungsplatz. Ja, so, hier sind so ein paar Krater noch und alles und du fährst einfach Luftlinie. Also, Spitzname Luftlinie jetzt. Gib ihm! Gib ihm! Oh, ich bin nicht auf der Drohne! Ey, Leute, schaut mal bitte, was da drin lebt. Was lebt denn hier alles? Was ist denn da los? Die Kaulquappis! Alright, genug gestrampelt für heute. Restreichweite noch 71 Kilometer und 67% und gefahren knapp 50 Kilometer. Super angenehm, fast immer nur Turbo. Auf Wiedersehen. Ey Leute, ich weiß nicht, ich packe das irgendwo in die Mitte vom Video, egal, aber das muss man einmal erlebt haben. Ihr seht, es ist wirklich dunkel geworden. Ich habe hier ein Licht. So, Licht aktiviert und ist schon wirklich deutlich besser. So könnte man schon fahren, wenn es wäre. Aber jetzt checkt das aus. Ich habe hier noch einen Knopf fürs Fernlicht. Alter, ist das geil. So kommst du wirklich auch nachts sicher durch den dunklen Park. Alles ausgeleuchtet. Geil, Fernlicht am Fahrrad. Schönen guten Morgen, Max. Morgen. Auf dem freshen David E-Bike mit mir unterwegs. Auf eine Radeltour zum Wörthsee. Woo, sehr nice. Check it out, mein Fahrrad ist dünner geworden, hat ein Update bekommen und jetzt kann es hier navigieren. Also hier auf diesem kleinen Display, auf dem Kiosk, kann man Navigation machen. Ich habe selber nicht probiert, also von daher machen wir mal die E-Bike Connect App auf. Und dann auf der Karte gehen wir jetzt mal den Wörthsee ein. So. Und Route auf Kiosk starten. Route wird an Kiosk gesendet. Jetzt schauen wir mal. Also das Ganze ist per Bluetooth verbunden. Naja, und da sind wir auch schon in der Ansicht. Ich kann herauszoomen auf Kiosk. Und da sehen wir hier, da sind wir. Und zu B müssen wir hin, da ist der Wörthsee. Aber ich glaube, wenn wir reinzoomen, dann haben wir eine bessere Ansicht zum Navigieren. Oder ich würde sagen, ich fahre vor und wir schauen, dass wir es finden. Ja, Max, der sportlicher E-Bike-Fahrer. So schnell, der Bub. Ja, Zirko! Oh, wir hätten rechts gemusst, verdammt. Ich sehe hier, oh, jetzt ist aber guter Check, wie schnell er umschaltet. Er sucht die neue Route. Ja, rechts, genau, rechts. Also so sieht es im Kreisverkehr aus, sehr gut. Hat schnell umgeschaltet, nachdem ich nicht gecheckt habe, dass wir abbiegen müssen, weil ich mich auf das Auto hinter uns konzentriert habe. Also wir kommen von da hinten, von dieser großen Verbindungsstraße. Der Max meint, dass er einen Weg kennt hier geradeaus. Und das Kiosk sagt, sieht man es? Hier, links. Und ich sage, das wird der geilere Weg, weil da dürfen keine Autos fahren, aber Fahrräder schon. Ich sag, wir vertrauen mal dem Gerät hier. Ja, lernst du was Neues, okay? Na, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Niemand kennt sie besser aus als sie. Ja. Okay, wir drehen wieder um. Kleine Änderung. Kumpel von Max ist auf dem Rennrad unterwegs. Und der kommt jetzt auch in unsere Richtung. Da wollen wir kurz Hi sagen.
kommen die Profis. Oh, jetzt hat Bordschein. Ui, das ist natürlich ein Hindernis, ne, wenn es nicht so gedämpft ist. Servus. Gut Schuss aus. Danke. Ihr wart zu schnell. Warum schnaufst du denn? Hat ja keine Unterstützung nicht. Bist du schon mal E-Bike gefahren oder ist das was gar nicht für dich so? Doch, auf jeden Fall. Ja? Auf der Free dieses Jahr ein paar E-Bikes getestet. Aber solange es die Haxen noch hergeben, bleibe ich auf jeden Fall noch bei ununterstütztem Fahren. Also der Grund, warum ich E-Bike fahre, obwohl ich relativ jung und relativ fit bin, ist halt, ich würde nicht Fahrrad fahren ohne E-Bike. Also vielleicht 5 Kilometer, ja, um Oma und Opa zu besuchen, aber ich würde niemals eine Tour fahren oder zum Wörthsee raus ohne, ja, E-Bike. Ja. Und so halt schon. Also was geil ist, ist halt echt Berghochfahren, ne? Ja, oh, also Berghochfahren, so, da merkt man es auch selber mit dem Rennrad oder sowas, wenn die E-Bikes da ankommen. Völlig entspannt, gerade im Sommer, ohne zu schwitzen. Du schwitzt ja schon. Nee. Schau ich gut aus, Max? Super. Besser geht's nicht, gell? Tour de France 1930. Müssen wir das rauf und runter fahren? Auf jeden Fall. Oh, ja, ja. Rechts schaltest du. Mach mal die höchste Stufe. Gibt 14 Gänge. Und der Unterstützungsstufe, ja, machen wir höchste. Machen wir hier Turbo, jetzt bist du Turbo. Da kannst du hoch und runter schalten. Aha. Ja. That's all you need to know. Erstmal fahren. Das Krasse ist halt, wenn man Rennrad gewohnt ist, mit so einer Federung und so einem Komfort zu fahren, ist schon geil. Unfassbar, was für ein Biest trainieren. Oh, ist der groß geworden. Ja, die ganze Zeit trainiert. Wie findest du es? Ich finde es endgeil. Ich habe gerade schon gesagt, das einzige Thema, was so ein bisschen ungewohnt ist, wenn du Rennrad oder generell, ja, Rennrad gewohnt bist und dann so E-Bike fährst, dass du halt ab 25 dich wunderst, warum kann ich dann mit schwer, ja, Tempo musst du machen. Dann musst du reintreten. Aber das ist, oder? Eine elektronische Schaltung. Ja, das ist völlig krass. Elektronische so Schaltung mit, ist schnell. Und das ist so auch mit so das Beste, was es gibt. Saugeil. Alles einfach Hightech-Komponenten und also halt Premium. Ohne Ende komfortabel, ja. Sag mal, am Kloster Fürstenfeldbruck und da gibt es auch Ladestationen für Elektroautos. Es gibt doch auch so E-Bike-Ladestationen. Max, was hast du für eine Reichweite hier auf deinem? Warte. Ich sehe es gerade irgendwie nicht. Das ist nicht gut. Max hat keine Reichweite mehr. Ui, jetzt geht's wieder bergauf. Luki, spürst du das schon? Noch nicht. Kommt gleich. Ui, Schalter runter und gib Gas. Okay, hinterher. Komm, ich mach mir einen Turbo, was soll's. Ich gönn mir den Turbo. Ja, du Uli! Oh. Ja, ganz entspannt hier, linke Spur auch, ne? Komm Max, wir ziehen hoch. Jetzt, komm Max! Jetzt sind wir die cool! Schau mal, bergauf. Kannst du hier chillig, freihändig, ohne Schnappatmung Fahrrad fahren. Und deswegen fahre ich gerne E-Bike. Ach, schau mal, bei dir auch easy. Hui! Hey, shit, der Mann ist fit. Aber das E-Bike ist fitter! Ah! Einmal noch zwei Sachen, die ich wirklich mag. Einmal, man kann hier stehen, ohne dass man hier Gefahr läuft, Eiersalat zu kochen. Das mag ich auch in Damenrädern, aber die sehen halt dann irgendwie nicht so nice aus. Und hier ist der Rahmen, übrigens Alurahmen in Deutschland produziert, so dass man auch als Mann noch recht komfortabel stehen kann. Okay, Wippen ist nicht gut, aber ihr versteht, was ich meine. So, und die andere Sache ist die elektrische Schaltung. Von Roloff, richtig geiles Ding. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, jetzt hier geht's bergab und ich kann einfach ein bisschen fester treten. Und dann gehe ich einfach hier mit dem Daumen, zack, 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 zack. Und das Ding springt sofort rein. Also hier einfach mit dem Daumen, zack, boom, hoch oder runter. Und auf dem Display wird mir angezeigt, welcher Gang drin ist. Es gibt 14 Gänge. Und wie gesagt, super schnell die Schaltung. Und auch noch nice, wenn ich hier stehen bleibe, weil da ist eine Ampel, wie ihr seht. Ja, Ampel, Ampel, Ampel. Ich bleib stehen, hört mal hin. Zack, 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 zack. Macht automatisch Gang runter, damit ich wieder nice anfangen kann im fünften Gang. So, und ich fahre einfach an. Und schalte wieder hoch. Zack, zack, zack. Checken wir mal die Navigation aus. Ich habe hier eben einfach den blauen Pfad, der mir anzeigt, dass hier so ein bisschen nach links gehen soll. Rechts wäre ein Weg, geradeaus auch. Die Wege sind hier gar nicht eingezeichnet. Es ist einfach nur eben, wann man wo lang fahren muss. Und dann sieht man ja selber, wo eben eine Straße ist oder nicht. Und ist wirklich auch ganz praktisch, wenn man dann eben mal ganz schnell links und wieder rechts abbiegen muss. Weil wenn du jetzt irgendwie stehen würde, in 50 Metern links, und bis dann links abgewogen bist und dann gleich wieder rechts abbiegen muss,
zwischen kannst du ja gar nicht umschalten. Und so siehst du halt hier auch so wirklich, das ist nicht geplant. So Zickzack-Sachen. Hier zum Beispiel muss ich gleich links und dann direkt rechts. Und was ich jetzt in mir schon sehe, kann mich da vorbereiten, dass ich dann eben hier die Straße raussuche und das dann eben abfahre, diesen Muster. Hier durch den Ort durch, meinte Luki, und dann geht's schön bergab. Ich will mal sehen, wie schnell ich das E-Bike bekomme. Ich nehme die GoPro auf den Kopf. Ich nehme die GoPro auf den Kopf. So, Max hat die GoPro auf den Kopf, weil Helm. So. Luki, mach Tempo, hier, go! Wie viel? Ich hatte 65 drauf! Geil! Weiß nicht, wer es gesehen hat, aber der Alex hat richtig geile Krallerschuhe. Da bist du richtig flott unterwegs, gell? Ich hab mich da richtig mit meinen Zehen, allen Zehen reingekrallt, hab reingefetzt. Ich war noch nie so schnell auf dem Fahrrad, Max. 65 km/h! Alter, das ist krass. Brutal. Aber man muss dazu sagen, ich hatte Tränen in den Augen. So. Ja. Und was muss man dazu sagen? Du musst dazu sagen, dass das Fahrrad das auch aushält. Also bei mir hier, und bei dem Kollegen, ist echt ein bisschen problematisch. Ja, das war gar kein Problem. Aber das schon, wie man die Reifen macht vor allem. Ich habe schon wirklich auch reingetreten, ne, so schnell ich konnte. Ja, ja. Ich glaube, er war 70 vielleicht sogar. Ja. Wie schnell warst du? Was hattest du drauf? Ja, 70. 70, ja. Ich war bei 65 und du warst, ich konnte ihn nicht einholen. Mit dem Ding? Ja. Boah, voll geil. Max, der kommt ja fast von der Straße. Ja, weil er in den Rückspiegel geguckt hat, ob wir geguckt haben. Ja, haben wir geguckt und wie wir Auge gemacht haben. Alter, alle drei Schwede. Haben wir Auge gemacht. Leck ja, mich am Arsch. Ja. Was ist das denn für ein Ball? Fast so geil wie der AMG. Das ist ja Harley, hey. Alter, da kannst du ja gar nicht treten. Max, check mal ab. Ja, die Federung ist der Wahnsinn. Dieser lange Federweg vorne. Oh, herrlich. Ja, ja, schalt immer die Gänge hier plus. Ja, oder? Rechts 14 Gänge hast. Schalt die durch. Zirko! 7777. Steht dir ein bisschen besser als das Damenrad? Ja, nicht wirklich, schlecht. Ich hätte mich fast eher. Ey, das ist Hammer. Ja, das so fühlt sich an wie Motorrad. Max, wie geht der an? Hä, was? Wie geht es an? Ach so, hier. An. Links da unten. Sauber. Warum ist es so lose? Weil es ge**t ist. Psst. Was? Es geht. Es geht schneller. Der geht nicht. Oh, hey. Wow, Typ. Staubgurt. Das ist ja endkrass. Hier, Damenradl. Schön. Auch entspannt. Servus. Da hat er jetzt das Spielzeug gefunden. Ey Max, ich spiegelt in der App rum. Schau mal, was man hier für geile Sachen sieht. Da sieht man, wo wir gefahren sind und wie viel Power wir wann ausgegeben haben. Und hier Geschwindigkeit, Alter. Da war das, wo wir einfach einmal krass abgezischt sind. Höhenmeter sieht man. Dann hier Statistiken. Höchstgeschwindigkeit. Boah, schau mal, das ist ein Fischer. Schau mal, ein Fischer. Geil. Gut vergessen. Okay, 65,8 km/h. Und wie viel Strecke? 37 Kilometer sind wir gefahren in 2 Stunden. Weil wir auch öfter mal was. Und völlig nass geschwitzt. Nein. Ah ja, hier ist. Da sieht man das Unterstützungsprotokoll. Ich bin die meiste Zeit im Turbo-Modus gefahren. Nee, halt, ich bin die meiste Zeit nicht im Turbo-Modus, sondern nur in der dritten Stufe. Und du hast dann den Turbo geschaltet, nämlich du bist das genau. Rote. Das, was du magst. Ich bin das Weichei. Yeah. Ja, jetzt, Leute, kommt der Hardcore-Test. Ist dieses E-Bike wasserdicht? Scheiße, Alter, jetzt kommt sie runter. Jetzt kommt sie runter.
schöner Tesla. Fuck, Max, was ist denn das? Das war doch gerade noch so schön. Gerade noch Wörthsee. Aber ist doch egal. Ja, passt schon. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Tour hier. Gibt ja nichts, gell? Ja. Eis. Wenn man so anfängt, das E-Bike fahren, ne? Voll geschwitzt. Yo, bevor ich fazittechnisch gleich noch ein paar Gedanken äußern will, will ich unbedingt von euch wissen. Tippt gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr dieses Bike? Und wenn euch das Video gefällt, gerne abonnieren für weitere Videos dieser Art. Und Däumchen wäre ein Träumchen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, ich und auch der liebe Max hinter der Kamera, uns gefällt das Bike. Ist einfach ein geiles Abenteuerbike. Ist geil, Max nichts. Man kann coole Touren fahren. Mit dem Prinzip und endlich viel Reichweite, ne? Also, du kannst ja das in einem Tag gar nicht leer fahren eigentlich. Ne? Also selbst in der Turbostufe 100 Kilometer und wenn du Eco fährst, dann 200 plus. Also ist ja verrückt. Was ich nicht gerne mag, ist das Tragen. Also erst irgendwie so ein paar Stockwerke hochtragen geht, aber mei, muss man schon hier was haben, gell, im Oberarm. Aber man kann auch, wenn man es, also man kann das Ladegerät hier anstecken oder man kann einfach den Akku unten und auch den Akku oben einfach hier rausmachen und dann in der Wohnung laden. Also das ist natürlich vielleicht der leichtere, elegantere Weg. Ansonsten mit der App waren coole Features dabei. Hier auf dem Display einfach die Funktionen wie Navigation. Es ist einfach ein Traumrad. Das ist ein Traum, also ich finde es einfach sehr nice. Ich würde mir wünschen, dass der Gesetzgeber in Deutschland E-Bikes bis zu 30 km/h fahren lässt, also mit Unterstützung. Das wäre auch noch sehr cool. Aber ansonsten, Max, danke fürs Mitkommen. Bitte. Schön war es mit dir und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.